Hallo, heute gibt es ein Rindergulasch burgunder Art. In diesem Video mal nicht aus dem Römertopf. Die Zutatenliste zeigt auch, das Ganze kostet nicht die Welt. So hält sich auch alles in Grenzen, wenn man sich bei dem Burgunder etwas zurückhält. Es sollte aber auch nicht der allerbilligste sein. So irgendwo zwischen 5 bis 8 Euro ist das schon okay. Ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus, weil ich keinen trinke. Nur zum Kochen muss es aber auch nicht der allerteuerste sein. Aber mit einer Flasche Pennerglück versaut man sich eventuell das ganze Essen. Das ist mir auch schon passiert. Ist total ärgerlich. Und hier in das Gulasch kommt schon eine Menge Wein rein. So, als erstes schneiden wir die Zwiebeln und die Pilze. Natürlich geht das auch mit dem Messer. Nur wenn man so Teile hat, soll man sie auch nutzen. Wirklich lohnen tun sie sich aber nur für Salate, Aufläufe und so weiter. Es geht nicht unbedingt schneller, aber es sieht gerade bei größeren Mengen hinterher im Salat einfach alles besser aus. Wenn man das schön gleichmäßig geschnitten hat mit so Teilen. So, jetzt wird erstmal das Gulasch in etwa 5 Esslöffel Öl oder in Butterschmalz angebraten. Wir geben den Speck und die Zwiebeln dazu und lassen alles ein wenig bräunen. Und dann kommen noch die Pilze dazu. Und ich gebe noch 2 gehackte Knoblauchzehen mit hinein. Dann kommt das Mehl darüber und alles muss so lange gebraten werden, bis kaum noch Flüssigkeit im Bräter ist. Dann geben wir das Wasser und den Wein dazu. Ich brate normal alles eigentlich immer auf Gas.
anders geht besser, nur dabei hat sich wohl mein Bräter etwas verzogen. Darum jetzt nicht wundern, warum ich den Topf gewechselt habe. Aber auf einem Zerranfeld macht das so keinen Spaß, wenn das Ding nicht vernünftig auf dem Herd steht. So, jetzt kommen noch die Gewürze und das Tomatenmark dazu. Das Ganze muss jetzt noch gut 2 Stunden leicht vor sich hin köcheln. Immer mal wieder umrühren, damit es auf keinen Fall ansetzt. Kurz bevor das Gulasch fertig ist, gibt man noch Petersilie oder wie ich hier Schnittlauch dazu. Und das war's auch schon. Jetzt in der Weihnachtszeit passen natürlich Klöße und Rotkohl sehr gut dazu. Mir persönlich schmeckt es am besten aber mit Nudeln und einem Salat. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!